Warum haben so viele Menschen Probleme mit der Glock, mich eingeschlossen? Ich glaube, das Problem gefunden zu haben. Und ich möchte es euch ganz kurz versuchen zu demonstrieren, woran es liegt. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, jeder, der mich kennt, weiß, was ich von Glock halte. Umso schlimmer ist es eigentlich, dass ich mir ja letztes Jahr eine Glock für EPP Polymer zugelegt habe. Ich habe mich aber mit meinem Büchsenmacher Timo auf das Spiel eingelassen und am Ende ist die Glock 17 Gen 4 FS auf meiner WBK eingetragen worden, da ich zu dem Zeitpunkt auch soweit eigentlich ganz gut klargekommen bin. Aber ich merke wieder, es schwappt wieder rüber, dass ich Probleme mit der Glock bekomme. Ein Problem bei der Glock ist auf der einen Seite das Abzugssystem, dieses sogenannte Striker-Fire-System oder auch teilgespanntes System, bei dem, wenn die Waffe scharf ist, sprich das System, der Striker hier drin, Schlagbolzeneinheit, ist gespannt, man nur noch den Rest mit dem Abzug spannt und dann einen immer wieder gleichbleibenden Abzugswiderstand hat vom ersten bis zum letzten Schuss. Das ist für den dienstlichen Bereich, wo ich schnelle Schussfolgen machen muss, gegebenenfalls im Verteidigungsfall eine sinnvolle Sache. Für jemanden, der aber sportlich unterwegs ist, ja, es gibt viele Schützen, die kommen mit der Glock klar. Im dynamischen Bereich sowieso, weil genau dafür ist diese Glock eigentlich vom Konzept her gemacht. Aber, wie gesagt, Problem Nummer 1 ist eben dieses Striker-Fire-Abzugssystem, mit dem eben nicht jeder tatsächlich klarkommt. Mich damit eingeschlossen. Ein zweiter Aspekt ist dann der Griff. Der Griff sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick eigentlich gar nicht mal so groß aus. Wenn ich aber jetzt die Waffe richtig in die Hand nehme, so wie es auch sein sollte, sehr schön hoch, und ich versuche dann an den Abzug zu kommen, dann seht ihr jetzt in meinem Fall, mein Zeigefinger, Abzugsfinger, liegt komplett am Rahmen an. Das heißt, im Großen und Ganzen, der Griff, selbst in der kleinsten Variante, ist fast schon zu groß für meine Patschehändchen. Das liegt einfach daran, dass ich verhältnismäßig kurze Finger habe. So, und das macht es natürlich schwer, einen vernünftigen, gleichbleibenden Punkt für den Finger am Abzug zu finden, um den Abzug immer wieder wiederkehrend gleich betätigen zu können. Wie gesagt, die Glock habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich zeige euch das jetzt mal in meiner P07 Kadett. Die P07 Kadett ist ebenfalls eine Polymerwaffe. Allerdings hat diese einen Double-Action-Single-Action-Abzug. So, ich sage jetzt mal, vom Abstand hier Griffrücken zu Griffvorderseite tut sich da nichts. Wo aber der Unterschied liegt, ist in der Griffdicke. Die CZ hat einen wesentlich dünneren Griff. Und das betrifft auch die CZ75 zum Beispiel. Double Stack Magazin, aber ein sehr, sehr schlanker Griff. Was bedeutet, dass selbst Menschen mit kleineren Händen wie ich sehr gut noch immer an den Abzug kommen können. So, jetzt sehen wir, bin jetzt hier, wie weit hier schon der Abstand ist. Ich bin jetzt hier im Double Action. Ja, so, mein Finger liegt im Moment an. Wenn ich jetzt, wir sehen, mein Finger liegt jetzt im Single Action nicht mehr an. Und je nachdem, wie ich meinen Finger jetzt positioniere, sehen wir, dass mein Finger hier tatsächlich noch ein bisschen Luft hat. Das heißt, diese Griffgröße ist für mich in dem Moment tatsächlich die bessere Griffgröße gegenüber der Glock, muss man ganz klar sagen. Und meine Vermutung ist es tatsächlich, dass es genau dieser Faktor ist. Es ist auf der einen Seite der Abzug in Kombination zum anderen mit der Griffgröße. In der kleinsten Variante des Griffes, sprich ohne Backstraps, ist der Griff für viele Hände einfach zu groß. Und damit kommen viele Schützen mit der Glock nicht klar und haben das Problem, dass sie eben immer wieder beim Schießen mit der Glock improvisieren müssen. Und das wirkt sich meistens darin aus, dass die Treffer zumindest mal sehr linkslastig sind, wenn nicht sogar links unten. Wie gesagt, die Glock ist mir, ich habe sie gekauft, ich habe sie eintragen lassen nach Bedürfnisantrag und so weiter. Ich behalte sie auch, ich werde auch weiterhin mit dieser Glock schießen.
Dennoch bleibe ich dabei, ich sag mal, in der Gunst bei mir ist sie gesunken. Es ist weniger als ein Freundschaft plus. Denn ich komme nach wie vor nicht wirklich damit klar. Wo es hier tatsächlich fehlt, in meinen Augen, ist ein alternativer Abzugszüngel, der dünner ist, damit der Abzug an sich wesentlich weiter nach hinten rutschen kann, um so Platz für meine Hand zu erzeugen, für meinen Finger, damit ich eben einen gleichbleibenden Druck nach hinten aufbauen kann und gleichmäßig nach hinten ziehen kann, den Abzug. Was ich eben, wenn ich hier die Glock richtig halte, eben nicht kann. Und das ist, glaube ich, wie schon gesagt, für mich der Grund, warum viele Schützen mit der Glock einfach nicht klarkommen.